Saalfeld. Du machst mich unendlich glücklich. Und ich liebe dich. Und das wird auch immer so bleiben. Bis vor einigen Monaten hätte ich nie gedacht, dass ich jemals offen zu meinen Gefühlen stehen kann. Ohne dich hätte ich das niemals geschafft. Danke. Ich liebe dich für das, was du bist. Und für das, was du aus mir machst. Ich will keinen einzigen Tag mehr ohne dich verbringen. Du kündigst. Tobias und ich gehen nach Hamburg. Er wird dort studieren. Und dafür gibst du dein Leben auf. Nach allem, was passiert ist, ist ein Neuanfang für uns beide genau das Richtige. Ich bin noch 2 Wochen hier. Dann nehme ich meinen Resturlaub, damit ist mein Ausscheiden fristgerecht. Tja, dann? Ja. Dann? Ich freue mich jetzt jedenfalls auf unser neues Leben. Ich auch. Ha, da komme ich ja genau richtig. Weitermachen, ihr müsst ja für den Kuss nach der Trauung üben. Dafür bräuchten wir erstmal einen Termin für die Trauung. Wie gut, dass ich einem Angebot habe. Was? Ich konnte Frau Wiener davon überzeugen, dass ihr euch unbedingt einen Termin freimachen muss. Und zwar noch, bevor ihr weggeht. Das ist ja Wahnsinn. Es ist wirklich ein bisschen Wahnsinn, weil der Termin ist übermorgen. Auf unsere Hochzeit. Auf uns. Was ist das für ein Tee? Von deiner Mama. Lecker. Die Buchung können Sie gleich wieder stornieren. Aber für sowas geben wir den Salon nicht her. Wir haben einen Ruf zu verlieren. Stornieren Sie die Buchung. Die Buchung bleibt. Männer heiraten keine Männer, zumindest nicht in diesem Hotel. Du willst die Hochzeit hier feiern? Wie schön. Die Feier findet nicht statt. Das klang eben schon so. Da haben Sie sich wohl verhört. Ich bin mir sicher, dass mein Vater und auch Joshua es sehr schön finden würden, wenn die Trauung hier stattfindet. Die Buchung ist fix. Schöne Feier. Ja, aber unter einer gemeinsamen Entscheidung verstehe ich schon was anderes. Dann suchen wir uns eine andere Location. Gut? Gut. Gut. Ich hau dich. Überraschung! Ich glaub's ja nicht. Hey, hey. Ihr seid ja verrückt. Trotzdem hätte ich dir gewünscht, dass sich alles wieder ein bisschen beruhigt bis zu deiner Hochzeit. Zumindest mit Christoph. Ich lasse mir von ihm nicht mehr reinreden. Entweder er akzeptiert, dass ich Tobias heirate oder eben nicht. Mein kleiner Bruder. Endlich denkst du mal an dich. Bin stolz. Mhm. Dein kleiner Bruder ist ganz schön groß und heiratet bald. Oh. Schön, dass ihr doch dabei seid. Hier, Kopf. Erlinger, Zahl, Saalfeld. Alles klar? Tobias Saalfeld. Moin. Wenn ich dich so sehe, dann würde ich glatt ans andere Ufer wechseln. Ich überleg's mir immer, dann habe ich noch ein paar Stunden Zeit bis zur Hochzeit. Ich muss erst mal wach werden. Willst du auch ein? Nee, ich hatte schon. Aber bist du überhaupt nicht aufgeregt? Wieso? Sollte ich? Als ob ich so entspannt an meinem Hochzeitstag wäre. Wo ist eigentlich dieses verdammte Papier? Boris. Was? Wir atmen jetzt mal ganz in Ruhe durch, okay? Das wird der schönste Tag deines gesamten Lebens. Es sei denn, mein Vater vergiftet die Hochzeitstorte.
Ich heirate heute die Liebe meines Lebens. Es ist schon so viel schief gegangen. Ich glaube, ich kann nichts mehr aus der Bahn werfen. Wenn du irgendwas brauchst, ruf an, ja? Ich habe die Ringe vergessen. Du hast was? Ich habe die Ringe vergessen. Ich wollte eigentlich, dass Romy sie holt und dass sie... Ich hab's... Und jetzt ist sie schon im Fürstenhof. Du bist ein Idiot. Du musst sie abholen. Ich? Ja. Nein, ich kann nicht. Wieso? Ich muss zum Personal Training. Ich konnte das nicht absagen. Okay, dann mache ich's eben selbst. Und ich habe die besten Helferinnen, die man sich wünschen kann. Also, was soll eigentlich schiefgehen? Eben, nichts. Du musst einfach nur noch Ja sagen. Die haben Boris mit 2 R geschrieben. Ja, klar. Also sind die Ringe okay? Ja, es ist alles perfekt. Du, ich muss auflegen, ich habe gleich keinen Akku mehr. Und meine Mama ruft bestimmt gleich nochmal an wegen der Wegbeschreibung. Klar. Bis gleich. Ich liebe dich. Ich dich auch. Bis gleich. Danke für alles. Dafür sind wir doch da. Wo ist eigentlich Tobias? Oh Mann, ey. Komm schon. Oh nee. Oh. Ja. Hallo? Fehlt Ihnen was? Kann ich Ihnen helfen? Es ist alles gut, aber haben Sie vielleicht ein Handy dabei? Ja. Können Sie die Feuerwehr rufen? Die Feuerwehr? Ja. Klar. Danke. Oh, danke. Genial, dass ihr so schnell kommen konntet. Kein Problem, solange du ihn ausgibst. Klar. Mann, Boris wird sauer sein. Ich bin ziemlich spät dran. Ich muss so schnell wie möglich zum Fürstenhof. Sag schon, was hast du mit ihm gemacht? Vielleicht hat die Braut ja kalte Füße bekommen. Wenn du ihm irgendwas getan hast, dann mache ich dich fertig. Verdammter Mistkerl! Ganz ruhig, alle beide. Was ist denn hier schon wieder los? Tobias ist weg. Wie weg? Ja, und dein Bruder denkt, ich hätte seinen Verlobten gekidnappt. Hast du? Ihr spinnt doch alle beide. Wundert dich das? Beruhig dich. Ich will so nicht heiraten. Was? Ich sehe doch, wie es dir zu schaffen macht. Nein, es geht mir gut. Hey, das ist unser Tag heute. Du bist völlig durch den Wind und so will ich dich nicht heiraten. Klär das mit deinem Vater. Oder es gibt keine Hochzeit. Nicht der beste Papa der Welt. Es tut mir leid. Kannst du mir verzeihen? Dafür habt ihr nach der Hochzeit noch Zeit, hm? Just the way I am.
Tobias Erlinger, ist es Ihr freier Wille, mit dem hier anwesenden Boris Saalfeld die Ehe einzugehen? Dann antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Und ich frage Sie, Boris Saalfeld, ist es Ihr freier Wille, mit dem hier anwesenden Tobias Erlinger die Ehe einzugehen? Dann antworten Sie bitte ebenfalls mit Ja. Ja. Dann erkläre ich Sie Kraft meines Amtes zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten. Love.